Jetzt gebe ich Webdesigner noch ein paar Tipps, weil ich schreibe das immer fleißig dem Herrn Duncan Wilcox Feedback at sparkleapp.com, meine ganzen Bug-Reports. Ich kriege da nie ein Feedback. So, thank you, Germany, for Software Testing made in Germany for 0 Euro-Dollar per hour. Ist auch so, ich komme auch in dieses Sparkle Pro Community Forum, da ist gesperrt oder ich komme da nicht mehr rein. Mich haben sie irgendwann rausgeworfen. Wahrscheinlich war ihnen zu direkt, ne? Also ich weiß nicht, ich wäre jetzt nicht so ein Steve Jobs, der da irgendwie alle Bauchpinselt und jeden Tag bitte, 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 bitte Entwickler. Ne? Also ich glaube, mir wäre das Spielchen zu doof, jeden Tag meine Mitarbeiter Bauchpinseln und jedes Mal auf Knien bitten und betteln. Kannst du den Fehler bitte bereinigen? Bitte, bitte. Kriegst du auch einen Urlaub geschenkt? Oder was auch immer. Also ich könnte es nicht Mitarbeitern jeden Tag Bauchpinseln und bitteln und betteln, Jahr ein, Jahr aus. Ich glaube, das wäre mir zu erniedrigend, der Job. Ich wollte jetzt aber trotzdem mal, ich muss dem wieder Paroli bieten, dem Herrn Entwickler. Ich möchte mich auch niemals auf eine Bühne stellen wie Steve und dann von lauter Entwicklern ausgelacht werden, die dann alle sich lustig darüber machten. Stop Debugging. Deswegen wollte ich jetzt mal Anwendern von diesem Sparkle-Programm ein paar Hinweise geben, wie man das am besten macht, weil ich habe das mal einen Beitrag gelesen auf dem Community Forum von Sparkle. Da stellte ein Anwender eine ganz clevere Frage und zwar er sagte, was ist denn eigentlich bei Updates? Wie soll ich da vorgehen? Dann schrieb der Duncan Wilcox zurück, oh, kein Problem, einfach neues Programm, neue Programmversion installieren, Side Project öffnen, uploaden. Würde ich so nicht machen. Also bei dir ganz speziell bei dieser italienischen Firma, die wirklich gerne und ich immer noch nicht sicher bin, ob ihr Programm sicher ist, bei diesen ganzen, ob das Software Licensing Check Key License Code überhaupt noch sicher ist, wollte ich jetzt mal Anwendern von diesem Programm, also das ist wirklich das Programm Sparkle Pro, ist so das katastrophalste Softwareprogramm, was ich jemals testen durfte, mit so vielen Softwareversionen. Das ist also in meiner 30-jährigen Mac-Erfahrung war das schlimmste Programm, Webdesign-Programm. Also Adobe Muse war schon grottenhaft schlecht am Ende. Adobe Go Live ging dann nicht mehr gut am Ende, weil man musste bloß eine Tabellenzelle anrühren und da war lauter CSS-Rotzcode drin, was früher ganz vorher in der Vorgängerversion ganz sauber ordentlich war. Das war so dann die letzten Enden von Adobe Go Live. 8 ging noch, 8.02. Die 9er Nummer war dann Katastrophe. Das konntest du dann wegschmeißen, das Programm. Dann haben wir ja Adobe Muse haben wir dann durchgemacht. Also sowas, ich musste da echt noch eine Webseite gestalten für eine Firma. Ich bin fast eingebrochen. Habe mich dann noch mit der Projektleiterin gestritten, die mich dann herausforderte und meinte, das kann ich dir nicht zahlen, was du da alles zeitlich investierst. Das ist sinnlos. Ich will die ganze Kohle haben. Ich hätte am liebsten gesagt, du mach den Job selber. Ich habe echt jedes Mal bei den ganzen Meetings für den Geschäftsführer musste ich sprechen, für den Entwickler musste ich mitdenken, für die Geschäftsleitung musste ich mitdenken, für den Projektleiter musste ich mitdenken, von der Auftragsfirma, Projektleiterin von der Auftragsagenturfirma musste ich mitdenken. Aber hat so überhaupt keinen Spaß gemacht und mich dann noch verteidigen, weil ich irgendwie stundenlang am iMac-Rechner sitzen musste mit blasenden Intel-Fanblows, weil die Software einfach so langsam war, wenn man da
fünf Elemente geradlinig ausrichten sollte. Also hier ist es so, bei dem Programm ist nicht so, dass ihr da einfach eine Programmversion nach der anderen drüber klatschen könnt. Das ist sehr kritisch. Ihr müsst sozusagen das Programm jedes Mal austesten bei jeder neuen Version, ob noch alle Funktionen stimmen, ob nicht irgendwo auf der Webseite auf einmal lauter Fehler drin sind, die vorher nicht drin waren. Also ich würde es an eurer Stelle so machen, dass ihr, also ich arbeite, bleib jetzt erstmal noch bei der Version 5.2.3. Ihr solltet es so machen, wenn ihr dieses Programm runterladet von ihrer Webseite. Da steht nur Sparkle, die machen sich noch nicht mal die Mühe, die Entwickler, dass sie noch eine Versionsnummer in ihr DMG Disk Image File reinsetzen. Da steht immer nur Sparkle.dmg. Würde ich auch nicht machen als Geschäftsführer einer Entwicklungsfirma. Wird immer die Versionsnummer mit reinnehmen in das DMG, dann weiß man wenigstens, was man runtergeladen hat für eine Versionsnummer. Also wenn ihr das Sparkle.dmg erstmal runterladet von ihrer Webseite, dann nennt ihr das um in Sparkle-Versionsnummer.dmg. Dann öffnet ihr das Programm, das Disk Image. Wenigstens haben sie es hier reingeschrieben, das ist ja schon mal was, aber es reicht halt nicht. Dann zieht ihr das auf euren Desktop am besten erstmal. Dann ändert ihr das um in die Versionsnummer. Dann zieht ihr das in euren Applications Folder. Ich glaube, das geht sogar so auch. Dann habt ihr das wenigstens schon mal hier drin. Also so mache ich das. Dann nehmt ihr euer Side-Project-File. Die Versionsnummern solltet ihr immer an einem sicheren Ort speichern, damit ihr dann später, wenn ihr richtig viel Trouble habt mit der Versionsnummer, ihr immer noch zu einer Version zurückkehren könnt. Ne? Deswegen nicht einfach euer bestehendes Side-Project-File mit genau der Versionsnummer jetzt einfach mit 5.2.5 öffnen und sehen, was passiert. Nein, ihr dupliziert das File. Dann setzt ihr da 5.2.5 rein und dann öffnet ihr das mit 5.2.5. Ne? So macht ihr das. Und dann schaut da, was passiert. Wenn es gut läuft, dann lasst er das Programm drin. Wenn er sieht, oh, es läuft kacke, dann könnt ihr das wieder rauskicken, die Versionsnummer. Dann könnt ihr noch hier Clean My Mac öffnen. Bin da knallhart mittlerweile bei Entwicklern, die wieder, was wieder nicht gut funktioniert hat. Dann ruft ihr hier Clean My Mac auf. Na, und dann schmeißt ihr die 525 wieder raus. Ne, da sagt er, na, das ist es nicht. Genau, das ist so das Prozedere, was ich machen würde an eurer Stelle. Also einfach nur drüber bügeln und schauen, was passiert und hochladen. Das funktioniert so nicht. Das war jetzt das Prozedere, was ich euch ein bisschen erklärt habe, um mal den Chefentwicklern hier auch mal aufzuzeigen, wie der Hase so läuft. Weil also das ist jetzt wirklich seit den letzten zwei Programmversionen. Der checkt alles, ne? Also der ist BlackBerry, der ist nicht doof.